Ich dachte, du willst zurück nach Marokko? Wirfst du mir jetzt schon wieder Wankelmütigkeit vor? Ich werf dir überhaupt nichts vor, es steht mir gar nicht zu. Du bist doch genauso oberflächlich wie damals. Solange du mir mit dem Ding keins über die Rübe ziehst, ist alles in Ordnung. Bring mich nicht auf dumme Gedanken. Ui, was ist denn hier los? Ariane flippt gerade ein bisschen aus. Ihr könnt mir schon mal einen Flug nach London raussuchen. One way! Auf der... The sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Jetzt essen wir erstmal was. Guten Tag. Was essen wir zwei? Es komm her. Es tut mir leid. Guck mal. Was willst du essen? Ja. Jetzt kannst du an der Papa gehen. Geht gleich wieder. Jetzt gucken wir mal. Oh, guck mal. Ich hab was ganz Tolles gefunden. Guck mal, Mäuschen. Was ich hier Tolles, ihr seid ja immer noch da. Was ich hier Tolles gefunden habe. Guck mal, Mäuschen. Das wollte ich nicht. Guck mal, Papa Berger, das wollte niemand. Oh, probier das mal. Sag dem Papa mal tschüss, der Papa geht jetzt raus. Alle beide raus. Guck mal, was wir hier haben. Schmeckt dir das? Schmeckt dir das? Oh. Würden Sie Herrn Voss abkassieren, bitte? Ich muss noch ein paar Bestellungen aufnehmen. Herr Voss, 16,80 Euro. Brauchen Sie einen Bewirtungsbeleg? Ja. Dürfen Jana den Ausbruch nicht übel nehmen. Sie ist zurzeit sehr angespannt. Ist schon gut. Ja, das gibt ihr natürlich nicht das Recht, Ihnen Oberflächlichkeit vorzuwerfen. Aber vielleicht hätten Sie ihr von dem Verlust ihrer Frau erzählen sollen. Ich gehe mit meinem Schicksal nicht hausieren. Wenn sie ihr Urteil fällt, ohne mich wirklich zu kennen, ist das ihre Entscheidung. Ja, ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Ich weiß ja auch gar nicht, was Ihrer Frau passiert ist. Vielleicht erzähle ich es Ihnen irgendwann mal, aber sicher nicht hier und nicht heute. Also, bitteschön. Stimmt so. Sag mal, willst du noch ein Wasser trinken? Ich gehe jetzt besser. Du musst zum Bahnhof. Du kannst dich nochmal verschieben. Ich habe den Flug nicht verschoben. Ich habe ihn abgegradet und einen neuen gebucht. Ach. Ich... Seit ich dich beim Golfturnier das letzte Mal gesehen habe. Da ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht an dich gedacht habe. Genau deswegen bin ich gekommen. Um zu wissen, ob da noch irgendwas ist zwischen uns. Na los, die Snowboardpisten auf Neuseeland warten auf dich. Ich werde auch... Ich buch um, es gibt auch noch morgen einen Flieger. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass wir Besuch von einem Hoteltester bekommen werden. Und dann gehören wir endlich wieder zu den Ancient-listed Hotels of the World. Die Recherche von Mick Eckhart zu diesem Doggerbank-Zwischenfall hat die Jury jedenfalls zutiefst beeindruckt. Ja, kein Wunder, bei so einem bedeutenden historischen Ereignis wie dem Geheimtreffen des deutschen Kaisers und des russischen Zaren. Aber für manche nicht bedeutend genug, um Zugeständnisse zu machen.
Sie können meinetwegen das Drei Könige in Doggerbank umbenennen, aber das Carlas bleibt das Carlas. Wir haben nur diese eine Chance, unseren Status zurückzugewinnen. Das heißt, wir müssen uns von unserer besten Seite zeigen. Und hier, einer dieser Hoteltester wird in den nächsten Tagen einchecken. Prägt euch die Gesichter ein. Also der hier hat uns den Status aberkannt. Mhm. In erster Linie ist es natürlich McEckards Schuld und er hat daraus die Konsequenzen gezogen. Ja, aber trotzdem, es war unfair. Ich meine, Mick hat nur diesen einen kleinen Fehler gemacht und dann war er völlig überarbeitet. Und vom Stress privat will ich gar nicht erst anfangen. Also ich verstehe das immer noch nicht. Als Mick bei mir auf Bali war, konnte ich mich immer auf ihn verlassen. Jedenfalls hat er versucht, seinen Schaden wieder gut zu machen. Jetzt ist es an uns. Wir müssen uns von unserer besten Seite präsentieren. Also ich habe gar keine andere. Und jetzt muss ich in die Küche. Ihr entschuldigt mich. Gunther, hast du noch einen Moment? Ich würde gerne das Salto für Tagungen und Kongresse nutzen, aber wir sind ausgelastet. Und mir liegt eine sehr schöne Anfrage des Hotelverbandes vor. Sie würden gerne Ihre Jahresversammlung bei uns abhalten. Na ja, wenn die Herren hier konferieren wollen, dann sollte das doch wohl möglich sein. Ja, aber dann müssten wir das Frühstücksbuffet vom Salto ins Carlas verlegen. Der Verband tagt schon ab 8 Uhr morgens. Und du hast doch so einen wunderbaren Draht zu Frau Saravakos. Und ich bin mir sicher, du kannst dir die Wichtigkeit dieser kleinen Änderungen viel besser klar machen als ich. Hm? Ich kann's versuchen. Ich weiß, die Restaurants sind unabhängig, aber ich meine, vom Tagungsgeschäft profitieren wir doch alle. Wenn jemand Frau Saravakos überzeugen kann, dann du. Mhm. Wasser haben. Ich bin quer durch die Stadt gescheucht worden. Bedien dich. Danke. Willst du was in Kunstharz einschließen? Die Videokassette. Das ist mein neues Videoprojekt. Okay. Wieso willst du Wasser? Du hast doch was zu trinken dabei. Ach ja, genau. Der Champagner. Genau, das ist der Grund, warum ich hier zum Schrebergarten hergelaufen bin. Ich habe heute Mittag so eine seltsame SMS bekommen. So eine Gewinnbenachrichtigung. Ich auch. Ah, und was hast du gewonnen? Angeblich eine Cabrio-Fahrt. Totaler Quatsch, ich habe die Nachricht gleich gelöscht. Ach ja, das war auch mein erster Impuls. Aber dann dachte ich, was habe ich zu verlieren? Und sehe da... Da stand denn dieser Champagner am Eingang der Kleingartenkolonie. Also genau wie es in der SMS stand. Vielleicht wartet wirklich ein cooles Cabrio auf dich. Ich habe keine Zeit. Es dauert 30 Minuten, bis die erste Schicht geliert. Darauf kommt dann das Objekt und dann kommt die zweite Schicht. Ja, aber bis dieser Klotz denn durchgehärtet ist, musst du doch ewig warten. Ja, 24 Stunden. Dann hast du doch noch Zeit. Ich muss mich hier konzentrieren. Tja, das ist echt blöd gelaufen, ne? Blöd gelaufen? Du hast das Kindermädchen gevögelt, in meiner Wohnung, vor unseren Augen. Das war so nicht geplant. Ach so, bist du in sie reingestolpert, oder was? Nein, aber sie ist über meine Tasche gestolpert, die ich hier vorbeibringen wollte. Naja, und sie hat ihren Timer hier abgeholt und dann... Komm, Ben, hör auf. Läuft das schon länger zwischen euch? Nein, nicht länger. Aber es... Bahnt sie seit einiger Zeit an. Schon bevor wir sie eingestellt haben? Du hast mit ihr rumgemacht, als wir sie eingestellt haben, und du sagst mir nichts. Wir machen nicht rum. Und es tut mir leid, dass es ausgerechnet hier auf deinem... Treibst du es auch mit ihr, wenn Lilly dabei ist? Oder macht ihr dann eher auf heile Familie? Jetzt hör mal auf. Ich weiß selbst noch gar nicht, was daraus wird. Unter den Umständen bleibt Lilly auf gar keinen Fall hier.
Du willst sie mit nach New York nehmen. Du hast selbst gesagt, das kannst du ihr nicht zumuten. Ist immer noch besser, als wenn sie zugucken muss, wie ihr Vater das Kindermädchen vernascht. Mäuschen! Hallo Robin, bist du zu mir? Hey. Hi. Ja, ich wollte fragen, ob ich dir beim Ausräumen der Werkstatt helfen kann. Ja, kannst du mir einen Käufer besorgen, der den Wert meiner Maschinen zu schätzen weiß? Den ideellen, nehme ich an. Meine Ledernähmaschine macht den besten Stich, den man sich wünscht. Aber man muss sie eben bedienen können. Und das da, das sind noch Spenden für die Altkleidersammlung? Das sind Kundenschuhe, frisch repariert. Ach. Ja, also, wenn du willst, kannst du mir helfen, sie auszuliefern. Hm? Klar, gerne. Gut, wunderbar. Du bist immer besser. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich war vorhin bei diesem Yannick, weißt du? Aha. In der Halfpipe. Mhm. Der hat mir ein paar Tricks gezeigt. Und jetzt heißt es halt üben, üben, üben. Mhm. Boah. Was ein cooles Cabrio. Oh. Geiles Ding, was? Ja. Der ist nicht leicht zu handhaben. Aha. Er hat so eine Pendelachse. Weißt du, da bricht das Heck ganz gerne mal aus. Oh, schön. Hannes, der Schlüssel steckt. Ja, tatsächlich. Aha. Oh, verdammt! Ich habe vergessen, meine Medikamente zu nehmen. Ich muss leider los, sorry. Ja, ist schon gut. Ich komme alleine klar. Tut mir echt leid. Macht nichts. Ciao. Ciao. War die SMS doch kein Witz? Sachen gibt's, was? Gute Fahrt, Frau Christiansen. Mhm. Aber ich bin mir sicher, ich habe bei keinem Gewinnspiel teilgenommen. Ja. Vielleicht wurde der Wagen gestohlen und irgendjemand will mich dabei belasten. Also das glaube ich eher nicht. Natalie. Komm raus, ich hab dich gesehen. Hab ich dir das zu verdanken? Dein Onkel meinte, du würdest dich über eine kleine Spritztour freuen. Du wusstest davon? Ja, sie hat mich hintenrum ausgefragt, aber ich muss jetzt ausliefern. Ich dachte, ich muss das wieder gut machen, dass ich dein Kunstprojekt zerstört hab. Das ist ein Wahnsinnswagen. Worauf wartest du? Ich soll mit? Alleine macht eine Spritztour halb so viel Spaß. Ist an Bali erinnern. Mhm. Und womit hat sie den verdient? Nichts Bestimmtes. Aha. Nichts aha. Ich habe einfach in der Hektik versäumt, dir einen Willkommensstrauß zu besorgen. Das ist aber ein sehr spezieller Willkommensstrauß. Ja, ihr Engagement ist ja auch nicht zu toppen. Sie leistet hervorragende Arbeit. Na dann, mach sie glücklich. Ja. Danke. Ich habe zu danken. Wie schäbelt denn die neue Hoteldirektorin? Genaues weiß man nicht. Wolltest du nicht mit Udo nach Hause gehen? Die Sache mit Jana und Herrn Voss will mir nicht aus dem Kopf. Warum benimmt sie sich ihm gegenüber so zickig? Er ist ihr gegenüber freundlich, nett, zuvorkommend, charmant und sie beschimpft ihn als oberflächlich. Das ist doch gar nicht Janas Art. Was hat sie gegen ihn? Sie kennt ihn doch noch aus der Schulzeit. Als oberflächlich und alles andere als charmant. Ja, aber das ist doch Jahrzehnte her. Man kann doch nicht so nachtragend sein. Jana war mal sehr verliebt in ihn und das ist nicht gut gegangen. Ach, die beiden hatten wohl was miteinander. Das wusste ich ja gar nicht. Wir haben in deiner Küche über vieles getratscht, aber eben nicht über alles. Na gut, Menschen ändern sich. Und er ist so fleißig und so besonnen. Und das bei allem, was er durchgemacht hat.
Wovon redest du? Ach, das weißt du gar nicht. Was weiß ich nicht? Seine Frau ist bei einem Unwetter ums Leben gekommen. Sebastian ist verwitwet? Hat er dir mehr davon erzählt? Nein. Es ist ihm schon schwer genug gefallen, mir das zu erzählen. Gott, das ist ja furchtbar. Das wirft natürlich ein ganz anderes Licht auf ihn. Na, jedenfalls hat er Janas Benehmen nicht verdient. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Würden Sie die Blumen bitte auf das Zimmer von Frau Hanstedt bringen? Ja, gerne. Danke sehr. Frau Hanstedt, klar. Nur ein kleiner Begrüßungsstrauß. So einen habe ich aber nie bekommen. Hm? Du bist auch keine Hotelangestellte. Schön, dass zumindest du dich noch daran erinnerst. Carla. Ich komme jetzt ganz gut klar mit Frau Hanstedt. Wir kriegen das hin. Hm? Gut. Jetzt müsste ich noch schnell Eier fürs Frühstück bestellen, das macht unser Lieferant. Carla. Ja? Genau darüber wollte ich mit dir sprechen. Hm? Was hältst du davon, wenn wir das Frühstücksbuffet für die Hotelgäste aus dem Salto ins Carlas verlagern? Nichts. Esther hat eine Tagungsanfrage. Die kann sie aber nur annehmen, wenn wir die Räume des Salto schon früh morgens nutzen können. Gunther, wie soll denn das gehen? Allein für das Buffet brauche ich 4 Tische. Wenn dann die Hotelgäste kommen, habe ich überhaupt keinen Platz mehr für meine Laufkundschaft. Dann müssen wir eben über einen finanziellen Ausgleich nachdenken. Das Geschäft soll sich darauf für dich lohnen. Gunther, es geht überhaupt nicht ums Geld. Ich habe Stammkundschaft, die hier sehr gerne und regelmäßig frühstücken. Und die möchte ich nicht vor den Kopf stoßen. Wir finden eine Lösung. Denk einfach drüber nach. Du würdest mir einen großen Gefallen tun. Gut, dann werde ich nochmal drüber nachdenken. Saravakos? Britta? Jetzt? Ich komme. Naja, eine Karrierevita liest sich anders. Mir war Familie wichtiger und soziales Engagement. Du weißt aber schon, dass du hier bei einem Kapitalisten anheuerst. Das ist in Ordnung. Ich will ja auch Geld verdienen. Ich brauche einen Mix aus Sekretärin und Managerin. Genau das habe ich in der Arganöl-Kooperative geleistet. Produktentwicklung, Absatzförderung, Projektdokumentation und natürlich die Korrespondenz. Gut, aber wir reden hier über eine Kooperative in einem Dritte Weltland. Inzwischen spricht man von Entwicklungsland. Ach was? Ja. Dort etwas zu leisten, ist viel schwieriger, da es keine Strukturen gibt. Die Bürokratie ist nicht berechenbar. Aber direkte Erfahrungen mit deutschen Behörden hast du nicht? Keine beruflichen. Unsere Auftraggeber sind vornehmlich Städte und Kommunen. Und die heißen nicht Dakar oder Marrakesch, sondern Celle und Lüneburg. Kennst du dich hier überhaupt noch aus? Ach, das kriege ich ganz schnell hin. Eigentlich suche ich jemanden, der hier ansässig ist, den einen oder anderen Kontakt hat. Also gut, was soll's, ich gebe dir eine Chance. Ich entwickle zusammen mit Voss Engineering solarbetriebene Ladestationen für E-Bikes. Jetzt geht es darum, optimale Standorte dafür zu finden, ihr Werbepotenzial zu analysieren und bei der Verwaltung vorzufühlen, ob sie genehmigungsfähig wären. Mit Werbepotenzial meinst du das? Vor dem Kino wirbt das Restaurant um die Ecke, vor der Apotheke die Wellness-Oase, du verstehst schon. Gibt es denn Unterlagen zu den Solarstationen? Sebastian holt dich ins Thema. Und wir reden hier von einer Halbtagsstelle? 20 Stunden die Woche, ja. Und mein Gehalt? Kleinen Moment mal bitte. Beeindruck mich mit deiner Analyse, dann reden wir über Geld. Und ruf Sebastian an. So, jetzt bin ich ganz Ohr. Wie konnten wir nur so dumm sein? Ausgerechnet in Brittas Wohnung. No, amor, das ist keine Dummheit. Ist es die Chama Passion, Leidenschaft, hm? Ja, leidenschaftlich war Britta auch. Leidenschaftlich sauer. Kann ich verstehen. Du etwa nicht?
wenn sie mir Lilly vorenthält, weil wir was miteinander haben. Da hört es bei mir mit dem Verständnis auf. Das war die erste Emotion. Deine Ex-Frau beruhigt sie schon wieder. Wir haben noch nichts Verbotenes getan. Du bist geschieden, du kannst Sex haben, mit wem du möchtest. Natürlich nicht vor Lillys Augen, aber hey, das ist auch nicht passiert und das wird's auch nicht. Ja, definitiv nicht. Für Lilly bleiben wir das Kindermädchen und der Papa. Wenn du möchtest, sage ich ihr das auch so. Nein, bloß nicht. Hey, ihre Wut, die ist bestimmt längst schon verraucht. Von mir aus kann sie ewig sauer auf mich sein. Hauptsache, sie begreift, dass es keinem hilft, wenn sie Lilly mitnimmt. Das weiß sie. Davon bin ich überzeugt. Du willst Lilly mit nach New York nehmen? Sag mal, hast du mir nicht zugehört? Ben hat hier in der Tür mit unserem Kindermädchen vor Lillys und meinen Augen. Ja, das war nicht wirklich taktvoll. Und es ist auch nicht glücklich, dass seine neue Freundin euer Kindermädchen ist. Die haben sich schon auf 3 Monate sturmfreie Bude gefreut. Britta, du weißt doch ganz genau, dass Ben nicht so drauf ist. Ja, das habe ich auch gedacht, bis vorhin. Okay, er hat Mist gebaut, aber willst du deswegen gleich Lilly bestrafen? Ist das jetzt schon eine Bestrafung, wenn sie bei ihrer Mutter ist, ja? Du weißt ganz genau, wie ich das jetzt meinte. Ich meine, du hast doch selbst gesagt, es ist für Lilly eine Zumutung, sie 3 Monate aus ihrem sozialen Umfeld zu reißen. Da habe ich aber noch gedacht, dass ihr soziales Umfeld hier intakt ist. Und du wirst neben deiner Forschungsarbeit keine Zeit für sie haben. Und ein Kindermädchen findest du in New York nicht. Das hast du versucht. Dann versuche ich es eben nochmal. Da lass sie hier. Das ist nur Stress für Lilly und auch für dich. Für mich ist das Stress, mir auszumalen, wie mein Mann mit meinem Kindermädchen Orgien feiert, vor Lillys Augen. Ex-Mann. Mit mir wäre die Physiotherapeutin jedenfalls nicht so zufrieden wie mit dir. Weißt du, was sie vorhin gesagt hat? Ich mache exorbitante Fortschritte. Kein Wunder, ich kann ja den ganzen Tag trainieren. Hauptsache, du machst was. Wenn du nur rumhängst, dann zieht dich das nur runter. In 4 Stunden? Lüneburg-Bösum und zurück? Da haben sich aber an der See nicht lange aufgehalten. In dem Wagen war der Weg das Ziel. Wir sind nur kurz am Hafen rausgehüpft, um Krabben zu kaufen. Und jetzt brauchen wir eine Flasche Weißwein zum Krabbenpool. Ich suche Ihnen was Passendes raus. Danke. Preiswert. Ihr habt ja einen schicken Wagen. Du meinst das Cabrio? Der ist leider schon wieder weg. Meine Miete hat's leider nur für einen Tag gereicht. Versöhnungsgeschenk? Naja, eher der Versuch einer Entschuldigung. Ein gelungener. Hast du Lust auf Krabben? Wir haben mehr als genug. Ich will euch die Laune nicht verderben. Ich will noch joggen. Ihm geht's nicht gut. Du, vergiss es. Er hat gesagt, er will nichts mehr mit uns zu tun haben. So, der wird recht sein. Macht zusammen 28,50. Ich kenne übrigens ein ganz tolles Krabbenrezept für die Pfanne. Ich fürchte, unsere Krabben, die schaffen es nicht mal mehr bis auf den Herd. Stimmt so. Dankeschön. Ihr seid schon zurück? Hat's an der Nordsee geregnet? Es war wunderbares Cabrio-Wetter. Und jetzt geht's ans Krabbenpool. Kommst du mit? Ich komm nach. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich müsste Frau Saravakus sprechen. Ist sie in der Küche? Sie wollte noch mal kurz weg. Kommt aber noch mal. Gut. Dann warte ich hier. Dr. Berger, ui. Hallo. Es tut mir wirklich leid. Ben und ich, das, was da heute passiert ist, das war nicht geplant. Und das macht's weniger schlimm? Offen gesagt, ich finde das gar nicht schlimm. Ich find's ja ein bisschen peinlich. Ich habe Ihnen meine Tochter anvertraut, weil ich dachte, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Das können Sie auch. Sie wissen, wie sehr ich Lilly mag. Ach, und da haben Sie sich gedacht, Mensch, da angle ich mir doch gleich den Vater noch dazu, oder wie? Ah, no. Also, was zwischen Ben und mir ist, das ist eine Sache. Das hat nichts mit Lilly zu tun. Das kann ich sehr gut trennen. Ja, das ist schön, ich aber nicht. Sie waren auf meinem Sofa mit meinem Ex-Mann zugange und ich komme da rein, unbedarft mit meiner Tochter. Lilly hat mich gerne. Sie liebt ihren Vater über alles. Haben Sie meinen Schlüssel dabei? Ja, warum? Den hätte ich gerne wieder. Dr. Berger, bitte überlegen Sie sich das doch nochmal. Was gibt's denn da noch zu überlegen? Sie haben mein Vertrauen missbraucht. Sie sind gekündigt, Frau Da Silva. Innere Rotationsgeschwindigkeit des Windes, die durch den Geröteneffekt entsteht, die ist für die schweren Verwüstungen zuständig, die ein Tornado hinterlässt.
Weil sie höher als die der linearen Bewegung ist? Ja, weit höher. Warum beschäftigt dich das Thema so? In Europa sind Tornados eine Seltenheit. Die Zahl der jährlichen Beobachtungen liegt bei 170. Die Dunkelziffer weit höher. So wird das alles nichts. Ich habe einfach die falschen Parameter. Da fangen wir eben noch mal von vorne an. Nein, komm, du hast seit Stunden Feierabend. Mach Schluss. Und was ist mit dir? Ich gehe auch bald nach Hause. Bis morgen. Bis morgen. Voss ist sicher wieder in seinem Büro. Er arbeitet ja oft bis spät in die Nacht, sagt meine Frau. Rufen Sie ihn an, er hilft sicher gern. Ich rede erst mal mit Frau Saravakos. Vielleicht muss ich den Job bei Dirk ja gar nicht annehmen. Herr Drexler ist allgemein nicht sehr beliebt, aber Sie müssen ihn ja nicht heiraten. Ich bin wieder da. Ja. Oh, Frau Saravakos, kann ich Sie kurz sprechen? Ach, ich muss in die Küche. Herr Breuer hat unser Rinderfilet reklamiert. Ganz kurz. Gut. Ich werde nicht wie geplant nach Marokko zurückgehen, sondern hier einen Neuanfang wagen. Mutig, ich gratuliere Ihnen. Danke. Ich habe Freunde hier, Natalie ihr Studium. Ich bräuchte nur eine feste Stelle, um mir den Neustart auch leisten zu können. Jetzt wollen Sie, dass ich Sie festanstelle, also Vollzeit. Ich arbeite sehr gerne für Sie. Wir können gerne über eine Verlängerung Ihres Aushilfsvertrags reden, aber mehr kann ich Ihnen gerade nicht anbieten. Aber ich bin mir sicher, dass Sie schnell was finden mit Ihrer angenehmen und positiven Art. Es tut mir leid. Ja. Herr Drexler wird sicher bald merken, was er an Ihnen hat. Er ist nicht der einzige Haken an dem Job. Hallo, Sebastian. Dirk will mich ins E-Bike-Thema holen. Was? Hat er dich eingestellt? Ich bin im Carlas. Kommst du her? Jetzt? Ich wollte gerade Feierabend machen. Seit wann machen denn Erfinder Feierabend? Oberflächliche Erfinder tun sowas. Gut, dann bis morgen. Ich rufe dich an, sobald ich Zeit habe, okay? Bis dann. Ciao. Lief nicht so gut wie erwartet. Ich bin nicht nett zu ihm. Warum sollte er nett zu mir sein? Warten Sie ab. Ich bin sicher, Herr Voss wird sich morgen Zeit für Sie nehmen. Ich bleib dran. Ohne Job keine Wohnung. Für ein Interview zur Traumakademie stehe ich jederzeit zur Verfügung. Morgen Vormittag. Ja, das passt. Sie kommen sogar selbst vorbei. Noch besser. Wiederhören. Und? Ist der Hoteltester aufgetaucht? Wir sind perfekt aufgestellt. Sie werden das Drei Könige mit Kusshand in die Ancient List aufnehmen. Deinen Optimismus habe ich schon immer bewundert. Und ich danke dir für die wunderschönen Blumen. Womit habe ich die denn verdient? Oh, der ist dafür, dass du den Direktorinnenposten übernommen hast. Das macht mir das Leben um einiges leichter. Ich bereue die Entscheidung überhaupt nicht. Was macht dein Knöchel? Dem geht's wunderbar. Dank deiner Salbe. Wollen wir morgen vielleicht zusammen ausreiten? Wenn du morgen früh um 6 schon Lust drauf hast, gerne. Genau meine Zeit. Na dann, schönen Feierabend. Ja auch. Ach, hast du eigentlich schon Frau Saravakos auf das Frühstücksbuffet angesprochen? Sie wollte darüber nachdenken, aber... Ja, aber du hast doch selbst gesagt, dass du von ihr erwartest, dass sie für Vorschläge offen ist. Ja, sie hat mir zugesichert, dass sie das tut. Ja, wunderbar. Dann sehen wir uns morgen auf dem Gut. Hm.
Ausputzmaschine, Schuhweiter, Leistenpresse und meine wunderbare Ledernähmaschine. Es muss doch jemanden geben, der weiß, was ich da Großartiges anbiete. Und bisher war nur ein Interessent da? Das war kein Interessent. Seine Ausbildung bestand aus einem fünfwöchigen Schnellkurs in Besohlen. Ja, zum Schlüssel nachmachen und Schilder gravieren taugen Ihre Maschinen natürlich nicht. Was ist aus dem guten alten Handwerk? Also langsam glaube ich ja, dass es gut ist, dass Sie in Rente gehen. Sie klingen ja genau wie mein Urgroßvater. Geben Sie doch einfach zu, dass es Ihnen schwerfällt, sich zu trennen. Dafür hätte jeder Verständnis. Was bin ich dir schuldig? 4,80 Euro. Da ist vielleicht ja was dran. Aber dank Ihnen kann ich mich vor Arbeit kaum retten. Und mache 3 Kreuze, wenn es vorbei ist. Das ist ein Kompliment von Ihren Kunden an Ihre Arbeit. Begreifen Sie das doch endlich. Es wäre schlau, wenn Sie Ihr Werkzeug behalten würden. Und was soll ich damit? Ich höre auf. Ja, 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 Sie hören auf. Das haben Sie schon mal gesagt. Und es kein halbes Jahr durchgehalten. Aber bitte schön, ich mische mich nicht mehr in Ihre Angelegenheiten. Schönen Tag noch, die Herren. Sie ist ja richtig wütend. Ja, sie wollte eine Abschiedsfeier organisieren. Konnte gerade noch abbiegen. Ja, und was ist daran so schlimm? Sie hat sogar die Presse angespitzt, damit sie über die Schließung meiner Werkstatt berichten. Ich wollte auch keine Feier, als ich meine Praxis übergeben habe. Aber dann hat mir Inge klargemacht, dass damit auch ein Lebensabschnitt zu Ende geht und dass ich es mir und meinen Kunden schuldig bin, mich zu verabschieden. Ja, aber so wichtig bin ich nicht. Ja, und warum bringen dann so viele Leute auf den letzten Drücker noch ihre Schuhe vorbei? Nach 40 Jahren sind sie hier in dieser Stadt eine Institution. Da stiehlt man sich nicht davon. Ja, so gut, dann feiern wir eben. Erika und den Kunden zuliebe. Hoffentlich hat sie nicht schon alles wieder abgeblasen. Erika? Den Job nicht so dringend bräuchte. Dirk genießt es, seine Macht auszuspielen. Ich soll mich beweisen. Hm. Unser Dicky. Es ist aber auch nicht einfach, wenn ein niemanden lieb hat. Naja, und Sebastian ist beleidigt, weil ich sauer geworden bin. Und lässt mich zappeln. Der beruhigt sich wieder. Oberflächlichkeit hat auch Vorteile. Bist du dir eigentlich sicher, dass Drexler ernsthaft darüber nachdenkt, dich einzustellen? Ich habe auch schon überlegt, ob diese Testaufgabe nicht nur Schikane ist. Aber immerhin lässt er mich in seinem Namen auf die Stadtverwaltung los. Dann traut er dir das auch zu. Über Geld habt ihr noch gar nicht gesprochen? Nein. Und das ist auch besser so. Ich muss mich erst mal schlau machen, was man in Deutschland für so einen Job bekommt. Ja, cool. Schau mal im Netz nach. Nimm meinen Laptop mit. Im Internet gibt es für alle möglichen Berufe Gehaltstabellen. Ja, aber was ist denn nun meine Berufsbezeichnung? Managerin, Sekretärin oder... Managerin natürlich. Ich würde mich immer nach oben orientieren. Der ist gut. Mhm. Naja, vielleicht finde ich ja im Netz auch irgendwas über die Solarladestation. Da könnte ich mich schon mal schlau machen, bis Sebastian endlich Zeit für mich hat. Du, Inge hat mir übrigens vorhin etwas über Sebastian erzählt. Entschuldige einen Moment. Hallo, mein Schatz. Ich wollte gerade nach Hause kommen. Was? Eine Bankauskunft. Okay. Ja. Oh Gott. Nathalie hat mit Thomas Jansen gesprochen. Bevor er mir die Wohnung vermieten kann, will er eine Bankauskunft sehen. Tja, das ist in Deutschland leider so üblich. Ja, aber wenn der meine Schulden sieht, dann klappt das nie. Das sind nicht deine, das sind Maurices Schulden. Und nach der Scheidung wollte er sie doch sowieso begleichen. Noch sind wir nicht geschieden. Super. Kaputte Ehe, keine Arbeit, kein Dach über dem Kopf. Könnte nicht besser laufen. Ich habe da übrigens im Gewächshaus ein kleines, aber feines Beet mit Nana-Minze für dich angelegt. Hast du? Mhm. Du bist mein einziger Lichtblick. Danke. Ausgerechnet auf Brittas Sofa? Naja, so weit haben wir es gar nicht geschafft. Was hast du denn dabei gedacht? Nichts, ich Idiot. Was mache ich denn jetzt? Zu Kreuze kriechen? Habe ich versucht. Britt hat mich rausgeworfen. Dann bleib dran. Irgendwann glaubt sie da, dass es dir leid tut. Hey, Janne, na, was gibt's? Hey, jetzt reg dich nicht auf.
Ja, ich regel das. Okay, bis dann. Britt hat Juliane gekündigt. Das war zu erwarten. Ja, aber das ist ungerecht. Hier geht es nicht um Recht oder Unrecht. Hier geht es um Vertrauen. Ja, ja. Scheiße. Ja, alles gut. Mann, bist du schwer. Die Tür habe ich gerade lackieren lassen. Entschuldigung. Alles gut? Ja, ist okay. Okay. Alles klar. Der Nächste, bitte. Bis dann. Jo. Und was ist mit ihm los? Hm. Wo drückt der Schuh? Nirgends. Ich war bei der Videothek, bin hier vorbeigekommen, hab Licht gesehen. Jetzt wollte ich dich ein bisschen von der Arbeit abhalten. Hast du Pech, ich mach grad Feierabend. Hm. Warum leistet er deine Filme nicht im Internet? Ist ganz gut, komm ich mal vor die Tür. Mir geht das so auf den Sack, jeden Abend vor der Glotze abhängen. Was hast du denn früher mit deinen Abenden angefangen? Parkour-Training. Es gibt nichts Geileres, als nachts über die Häuserdächer zu springen. Jeden Abend? Das wird auch ein bisschen anstrengend auf Dauer, hm? Ab und zu war ich auch mal ein Trinken oder in der Disco oder beides. Ja, in Lüneburg gibt's ja auch ein paar Kneipen. Das sind sicher ein paar ohne Treppen darunter. Super, da gehe ich dann mal ganz alleine hin. Vielleicht hättest du deine Freundin nicht abservieren sollen. Hallo? Die haben mich aus Mitleid zum Krabbenpoolen eingeladen. Der Einzige, der dich ohne Ende bemitleidet, bist du selbst. Du musst dir ein Ziel setzen. Sonst rollerst du noch nächstes Jahr zwischen Videothek, Kühlschrank und Sofa hin und her. Und was für ein Ziel? Du machst doch bei der Physiotherapie Riesenfortschritte. Du hast ein cleveres Köpfchen und du hast ein bisschen Geld. Mach was draus. Ich kann es gar nicht fassen. Du wolltest wirklich dein Studium aufgeben und nach London gehen? Ja. Erst trennen sich meine Eltern, dann will Robin nichts mehr mit mir zu tun haben. Aber jetzt bleibst du hier. Ich finde das gut. Es ist keine gute Lösung, alles im Frust stehen und liegen zu lassen und abzuhauen. Das stimmt. Und außerdem lag mir unser Streit im Magen. Auf jeden Fall drücke ich dir die Daumen für deinen Studienplatz in London. Ich glaube, es war gar keine kluge Idee, Robin zu fragen, ob er mit will. Aber er sah so unglücklich aus. Ja, aber genau das will er nicht. Unser Mitleid. Ja, ich weiß. Er muss selber zurechtkommen. Meinst du, er schafft es? Abwarten und Tee trinken. Und Krabben beißen. Was willst du denn noch hier? Musstest du Eliane unbedingt kündigen? Du weißt doch, wie wichtig der Job für sie ist. Muss ich dir das jetzt wirklich erklären? Okay. Ich habe einen Fehler gemacht. Und ich kann gut verstehen, dass du sauer auf mich bist. Aber wir müssen auch an Lilly denken. Das sagt der Richtige. Sie liebt Eliane. Du hast mir doch selbst vorgeschwärmt, wie froh du bist, sie zu haben. Ja. So kann man sich irren. Ein besseres Kindermädchen wirst du nicht finden. Schon gar nicht in New York. Britta, hey, sei vernünftig. Lass Lilly hier. Ist das mit dir und Eliane vorbei? Nein. Wieso das denn? Du, was immer sich zwischen mir und Eliane entwickeln wird, Lilly wird nichts davon mitbekommen. Das verspreche ich dir. Ich muss ins Bett. Du führst dich auf wie eine eifersüchtige Ehefrau. Du kannst mir nicht vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Wir sind geschieden. Ja, aber wir haben ein gemeinsames Kind. Und ich kann mich nicht mehr auf dich verlassen. Lilly war nicht mehr in der Wohnung, ja? Wer konnte denn ahnen, dass du viel zu früh mit ihr hier auftauchst? Es bleibt bei der Kündigung. Antosch ist schon besetzt. Ja, das freut mich für ihn. Vom Eigner werden Sie mir am liebsten bewegt. Ach, aber wir sollten uns vor dem nächsten Ausritt vielleicht absprechen. Ja, also von mir aus ist es nicht nötig. Ich schaffe es ohnehin nicht so oft, vor der Arbeit reiten zu gehen. Gunther hat mich gestern übrigens noch mal auf das Hotelfrühstück im Karlsruhe. Waren wir uns nicht einig, dass das Thema Arbeit hier tabu ist? Ja. Ein herrlicher Morgen für einen Ausritt. Hey, guten Morgen. Das kann man wohl sagen. Ich sattle Lady Applewhite für dich.
ist das sicherste und zuverlässigste Pferd im Stall. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist dein Pferd. Ach, komm. Na, mein Knöchel ist völlig in Ordnung. Ich mach das gern. Ich wusste, dass sich zwischen den beiden wieder was anbahnt. Nur weil sie zusammen ausreiten? Du hättest mal den Blumenstrauß sehen müssen, den Gunther ihr gestern aufs Zimmer geschickt hat. Hast du damit ein Problem? Na, privat nicht, aber beruflich fände ich das nicht ganz so prickelnd. Ich weiß nicht, so wie es aussieht, kann sie berufliches und privates ganz gut trennen. Ja, Gunther aber nicht. Wenn er verliebt ist, dann hat sie einen Freibrief und kann sich überall einmischen. Nach der Geschichte mit der Namensänderung ist ihr bestimmt klar geworden, dass sie dir in dein Geschäft nicht reinfuschen kann. Gestern hatte sie Gunther darauf angesetzt, noch mal das Hotelfrühstück im Carlas durchzudrücken. Hm? Und? Ich habe ihm versprochen, dass ich darüber nachdenke. Und ich bin nach reiflicher Überlegung zu dem einzig möglichen Entschluss gekommen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Guten Morgen. Schon fleißig? Willst du deinen Laptop holen? Nein. Ich wollte dir die ersten Setzlinge mitbringen. Hier, schau mal, die marokkanische Minze. Oh, Nana-Babys. Danke. Gerne. Und du? Bei der neuartigen E-Bike-Ladestation bleibt der Akku während des gesamten Ladevorgangs sicher und versperrt am E-Bike. Ja, 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 das habe ich alles schon durch. Auch, dass das Laden im Freien bei jedem Wetter absolut sicher ist. Wenn du alles im Internet darüber findest, brauchst du Sebastian doch gar nicht. Oh, warum gibt's im Internet überhaupt keine Informationen über solarbetriebene Ladestationen? Ich meine, ich denke mal, das spielt bei der Standortfrage eine wichtige Rolle. Er meldet sich sicher bald. Warum sollte er? Er ist noch genau wie früher. Ein absoluter Egoist. Jana, ich glaube, da irrst du dich. Hast du eigentlich gewusst, dass Sebastian verheiratet war? Bestimmt nicht lange, den hält ja keiner aus. Seine Frau ist gestorben. Guten Morgen! Guten Morgen. Morgen. Im Sommer 92 meine Frau mich zu einem Kongress nach Los Angeles begleitet. Christina mochte die Stadt nicht. So haben wir uns außerhalb eine Hütte gemietet. Ungefähr 80 Meilen südwestlich von L.A. Direkt am Lake Hemet. Am Morgen des ersten Kongresstages haben wir beim Frühstück eine Sturmwarnung gehört. Sie wollte trotzdem nicht mit in die Stadt. Ich habe versucht, sie zu überzeugen, bis sie mir den Windmesser unter die Nase gehalten hat. Der zeigte natürlich nur leichte Böen an. Ich habe sie alleine zurückgelassen. Der Tornado war so. Sie unter den Trümmern der Hütte begraben. 200 Meter. Eine Schneise von 200 Metern. Diese Geschichte kennen nur sehr wenige Menschen und ich möchte, dass das so bleibt. Ja, natürlich. Sie war ganz in Staub in der Luft. Ich glaube, wir brauchen dringend eine Putzfrau. Oh, Mann. Termin mit dem Geschäftsführer von Solar Synergy. Ich bin gegen Mittag zurück und dann muss ich mich mal um Jana kümmern. Ich glaube, sie braucht meine Unterstützung. Ja. Bis später. Bis später. So eine Männer-WG ist schon ganz cool. Mhm. Okay. Jetzt braucht ihr noch einen Lift und dann ziehe ich ein. Ohne Fahrstuhl ist echt keine Option. Mann, bist du schwer. Entspann dich mal, ich habe die Brötchen bezahlt. Wie ist eigentlich der Plan bei dir? Bleibst du nach der Reha hier? Keine Ahnung. Du bist ja immer noch hier. Hallo. Schon wieder im Bett oder immer noch? Wie oft hast du den Flug jetzt schon umgebucht?
Offenbar noch nicht oft genug. Letzter Stand war heute Nachmittag, aber ich glaube, das reicht noch nicht. Warum fliegst du nicht mit nach Neuseeland? Ich habe einen kleinen Sohn. Mick, warte. Mach das nicht. Das hat doch keinen Sinn. Das sehe ich anders. Wir müssen echt vernünftig sein. Ich kann Luca nicht noch länger alleine lassen. Ich muss zurück nach Schleswig. Gut, okay, das heißt, das war's jetzt. Morgen. Entschuldigung, könnt ihr mir kurz verraten, wo ihr damit hin wollt? Ins Carlas, das ist für das Frühstücksbuffet. Frühstücksbuffet? Ja. Ist das Salto abgebrannt? Da tagen bereits die Mitglieder des Hotelverbandes. Gunther hat mit ihnen doch gesprochen. Über das Frühstücksbuffet im Carlas. Ich habe ihm gesagt, dass ich darüber nachdenke und ich möchte das nicht. Ja, aber ich kann ihn doch unmöglich falsch verstanden haben. Das ist Ihr Problem, Frau Hanstedt. Naja, so einfach ist das nicht. Das Frühstück läuft bereits. Ich sagte bereits, es ist Ihr Problem. Ich werde meine Entscheidung nämlich nicht ändern. Ich möchte, dass hier alles wieder abgeräumt wird. Jetzt nehmen Sie doch bitte Vernunft an. Es geht um den Ruf unseres Hauses. Es geht hier um was ganz anderes. Sie versuchen, mich auszubeuten, aber das werde ich nicht zulassen. Das ist doch Unsinn. Ich würde Sie wirklich für professioneller gehalten. Wagen Sie es nicht, mir Unprofessionalität zu unterstellen, nur weil ich Ihre perfiden Machtspiele durchschaut habe und mich zu wehren weiß. Was ist hier los? Ich möchte, dass diese Frau mein Restaurant verlässt, samt diesem ganzen Buffet. Wer hat das überhaupt hier aufgebaut? Jetzt tu nicht so scheinheilig. Das war ein Missverständnis, aber das ist jetzt auch nicht mehr zu ändern. Oh doch! Das Zeug muss raus. Hoteltester. Ich habe gehört, das Frühstück wird heute hier serviert. Carla. Aber die Schuhe für Ihre Stammkunden machen Sie noch. Allen voran für Herrn Flickenschild. Das sind kleinere Reparaturen und keine Neuanfertigungen. Sehen Sie das als Bonus? Herr Drechsler, es ist keine Frage des Geldes, ja? Es tut mir wirklich leid. Selbst wenn es ein Missverständnis war, bist du eindeutig zu weit gegangen gestern. Frau Hanstedt, so werden wir nie Freunde. Also in erster Linie bin ich hier, um ein Hotel erfolgreich zu führen und nicht um Freundschaften zu schließen. Hast du die Standorte mit der Stadtverwaltung besprochen? Ja. Und so wie es aussieht, können wir die alle umsetzen. Wir? Also, sofern ich die Stelle bekomme.